wir hier in Deutschland, in Europa, leben ein Leben in Sicherheit. Alles, was wir zum Leben brauchen, ist vorhanden. Wir haben ein Dach über dem Kopf, unsere Kühlschränke sind gefüllt, tragen saubere, schöne Klamotten. Wir profitieren von der Infrastruktur. Wenn wir krank sind, können wir jederzeit zum Arzt. Medikamente sind relativ günstig. Durchgehend Strom und warmes Wasser sind so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Währenddessen, weit weg von uns wüten Kriege. Es hagelt Bomben. Tag ein, Tag aus müssen Menschen um ihr Leben fürchten. Sie haben weder ein Dach über dem Kopf, noch genug Nahrung. Wir hören in den Nachrichten, wie Menschen tagtäglich ihr Leben riskieren, auf der Suche nach Sicherheit. Wir sehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, um sich in Sicherheit und Wohlstand zu wähnen. Nichtsdestotrotz sind wir oft undankbar, bewusst oder unbewusst. Wir sind traurig, weil uns die Anerkennung anderer fehlt. Als ob das Leben nicht mehr zu bieten hätte. Wir haben nicht so viel Geld wie andere. Wir müssen vielleicht zweimal überlegen, bevor wir uns etwas kaufen. Oder wir müssen sparen. Dies belastet uns jedoch. Und wir fragen uns, warum ich? Warum kann ich nicht so viel Geld haben wie so und so? Warum habe ich nicht so viele Freunde, wie der es hat? Oder so beliebt sein wie diese Person? Typische erste Weltprobleme. Probleme, die eigentlich keine sein dürfen, wenn man sich die Lage der meisten Menschen auf der Welt anguckt. Wir haben selbstverständlich auch ernste Probleme. Einige von uns sind schwer krank oder haben ein allgemein schweres Leben. In beiden Fällen, liebe Geschwister, darf unser Iman nicht erschüttert werden. Schwierigkeiten, Prüfungen sollten und dürfen uns nicht vom Gedenken Allahs aufhalten. Vielmehr bringen Schwierigkeiten auch Weisheiten mit sich, nicht nur Erschwernisse. Ist es nicht so, dass wir am liebsten ohne Schwierigkeiten leben würden? Weit weg von Problemen. Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns allerdings genau mit diesen Erschwernissen. Wohlstand ist ebenfalls eine Prüfung. Sind wir dankbar oder werden wir achtlos? Allah hat uns die Türen zum Wohlstand geöffnet. Manchen von uns hat er viele Freunde geschenkt. Andere wiederum haben wenig Freunde. Dies sollte jedoch nicht dazu führen, dass wir uns mit anderen vergleichen. So und so hat mehr und ich will das Gleiche. Wenn wir uns vergleichen, dann mit jenen, die weniger haben als wir. Nicht damit wir auf sie herabblicken können, sondern um das zu schätzen, was wir haben. Es soll uns klar machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist. Heute sind wir in Sicherheit. Wir haben das, was wir brauchen. Was ist aber mit morgen? Wir können nicht bestimmen, was sein wird. Allah azawajal prüft uns mit verschiedenen Situationen. Er subhanahu wa ta'ala alleine hat die Macht zu entscheiden, was morgen sein wird. Die Erkenntnis, dass Allah der Allmächtige ist, sollte unsere Demut steigern. Wir müssen das zu schätzen wissen, was Allah uns gegeben hat. Wir können uns jederzeit im Gebet oder in der Dua an Allah subhanahu wa ta'ala wenden. Ihm für die Gunst, die er uns erwiesen hat, danken. Ihn um Beistand in schwierigen Situationen bitten. Und uns ihm reumütig zuwenden, dass er uns vergibt, weil wir nicht dankbar gewesen sind. Wenn uns Schmerz oder Sorgen treffen, so sind wir niedergeschlagen und unser Iman wird erschüttert. Dies sollte jedoch nicht so sein, da Schmerzen oder Schwierigkeiten Weisheiten mit sich bringen.